Eine symbolische Rohrpost für den Kongress des Chaos Computer Clubs. Zumindest sie soll, so hoffen die Hacker, abhörsicher sein. Nach den Enthüllungen des Ex-NSA-Manns Snowden über die Abhörwut der Geheimdienste ist das Hauptthema des 30. Chaos-Kongresses der Widerstand gegen die staatliche Überwachung. Ich denke, das Thema Snowden und die Veröffentlichung sind ganz zentral dieses Jahr. Einmal die technisch zu analysieren, aber zum anderen auch die Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Denn politisch haben wir nicht viel Hilfe zu erwarten, so müssen wir uns wohl erstmal technisch helfen. Der Kongress steuert in diesem Jahr auf einen Besucherrekord zu. 8000 werden erwartet. Zum ersten Hackertreffen 1984 kamen gerade mal 400 Teilnehmer. Die Hackerethik war damals die gleiche wie heute. Informationen sollen frei und private Daten sicher sein. Heute aber fühlen sich die Clubmitglieder erstmals bestätigt in ihren Befürchtungen über den Abhörapparat. Nach den Enthüllungen von Edward Snowden wissen wir jetzt, wie der Überwachungsapparat aussieht, der alle Bürger weltweit abhört. Jetzt haben wir als Bevölkerung die Möglichkeit, überhaupt erstmal darüber zu diskutieren, was dieser Apparat ist, ob wir diesen wollen oder gar abschaffen möchten. Vorher hatten wir diese Möglichkeit nicht. Darum ist jetzt dieser Zeitpunkt gekommen, darüber zu diskutieren, wie wertvoll unsere Freiheitsrechte für uns sind. Über 130 Vorträge wird es geben. Ein Höhepunkt am Abend, der Enthüllungsjournalist Glenn Greenwald, der den NSA-Skandal mit ins Rollen brachte. Er spricht, zugeschaltet per Internet. Mithören ist hier aber ausdrücklich erwünscht.